mortami har abbat tuk mor dans un ton favor de l'annonce sur ce croûte de nabou à ma strut ouf un macré pour un plat de stol c'est dit au mer à tout créer tout vol et go by me sinon ma neige aus as a few für die Saris Nia Grossi! Oi! Der Strauss, weg! Wollen wir das Grossi mit aufnehmen? Grossi! 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 Willst du schon mit aufkommen? Komm mal mit auf! Komm, Grossi! Oi! Hat das da noch gestanden? Mein Grossi! Fragen wir doch gerade mal das Grossi, wie hast du es gefunden? Gut gewesen, gell? Ja, super gut. Welches ist jetzt bis jetzt die beste Performance von Brian? Von Brian? Denen. Die heutige, oder? Nein, die letzte Mal. Die letzte Mal? Okay, aber die heutige Antwort. Nein, nicht unbedingt. Du hast Schwachsache. Aber die heutige war auch sehr gut gewesen. Jetzt bist du ja Brian dort runtergesprungen. Auf der Seite ist er runtergesprungen. Hat ein riesen Loch gegeben. Ich bin am Freitag da zu der Probe. Ein riesen Loch. Was ist da passiert? Oder Brian ist aber runtergesprungen. Was ist genau? Du bist ja sogar reingebrochen, hast dich nicht verletzt. Ja, okay. Also ich habe Gumm gemacht, genau wie jetzt eigentlich. Ein Applaus auch für das Grossi, wenn wir es schon anschütteln. Also, danke, Grossi. Ich habe einen Gumm gemacht und ja, dann plötzlich kann ich einfach das hinterbein ein bisschen weiter tun als das andere. Und das ist, ja, sie nicht so freudig, aber... Du hast gerade Sandro angerufen, ich bin hier gegangen. Nein, nein, das ist jetzt okay. Roman, was meinst du zu diesem Wahnsinnsauftritt? Ja, jetzt muss ich gerade rasch aufpassen, weil auf dem Heimweg ist das Grossi da vorbei und er hat gesagt, sie müssen mir etwas sagen. Jetzt muss ich schauen. Ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich gedacht, vor der Sendung, wenn er mit diesem Song die Halle nicht zum Kochen bringt, dann ist Zug auf Ostermundigen, oder? Weil das muss einfach irgendwie schaffen. Für mich mit diesem Song ein Auftrag und das ist ein Stimmungsauftrag. Da muss einfach irgendwie, müssen alle stehen. Und das ist nicht passiert. Obwohl ich selber, ich wäre am liebsten aufgestanden, aber dann heisst es, dass ich Partei ist und so. Also, von dem her, es ist wie, oder wenn ich jemanden an meine Hochzeit einlade, zum Stimmung machen, dann ist mir scheißegal, ob jetzt der Ton trifft oder nicht. Hauptsache, der Schwiegervater hat wieder mal einen sitzen. Und das ist jetzt irgendwie, da habe ich das Gefühl, es ist dir nicht so wie gewünscht gelungen, Massen zu mobilisieren, obwohl alles gegeben hast. Also kein Vorwurf, aber irgendwie hat es nicht ganz funktioniert. Mal okay. Stimmt da die anderen Juroren überein? Das werden wir jetzt gerade sehen. Noemi, bist du der Meinung? Du, ich habe es genau andersrum empfunden. Ja, bitte, okay. Habe ich doch gedacht. Ich
ich habe die Stimmung fantastisch gefunden. Aber du hast gesagt, sie sind nicht aufgestanden. Okay, da hast du ja, nur weil zwei, dreimal lächelt, heisst das nicht. Nein, das war schon Stimmung. Das war eine gute Stimmung. Also gut. Du, vom Gesanglichen, was kann ich sagen? Du hast es mehr sprechgesanglich angewendet, das Ganze, gell? Das ist auch hin und wieder mal etwas zu tief gewesen. Aber ich glaube, das war nicht der Auftrag, das jetzt da zu singen wie ein klassischer Popsong, oder? Oh, ich finde, er hat eine gute Stimmung angebracht. Es war eine tolle Show gewesen, mit den Leuten. Merci euch. Und es hat ziemlich gekocht da drinnen. Die, wie ist es dir so reingekommen? Yeah, Sandro, wer denn das tut? Ja, so ein Augenblick, wo Sandro mal Gas gegeben hat. Du bist ja ein richtiger Entertainer, Alter. Du bist ja richtig steil. Ja, ihr habt euch letzten Sonntag den Brian gewünscht, mal 100%, und jetzt habe ich ihn probiert rauszuholen. Nee, ich dachte, was ist denn jetzt los, dass ihr da runter? Und ich wäre bestimmt auch eingebrochen dort, also macht ihr keine Sorgen, ja. Aber im Gegensatz, also Roman, ich weiß nicht, bei welchen Hochzeiten du warst, wo die stehen, aber die sind ja wahrscheinlich auch alle schon alkoholisiert meistens dann, ja. Genau. Und können kaum noch stehen und talken nur noch. Aber das Publikum ist selten so abgegangen wie hier jetzt. Und da hinten... Und da hinten haben sie auch wirklich alle gestanden. Ja? Mir geht es hier heute nicht um Professionalität in der Performance, sondern das, womit du überzeugt hast, war einfach pures Entertainment. Und das war geil. Danke. Schirino, ist so. Für Entertainment gebe ich jetzt mal die zwei. Noch am Boden gelegen, nicht vergessen. Ein 8 vom Roman, ein 9 und ein 10. Merci vielmals. Ich hoffe, ihr habt die Zahlnoten nicht vergessen. Die schauen wir uns jetzt an. Es ist Nini. Beste Rolle. Brian, a Baby Clement.